Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Weekly Reading, was diesmal ein kleines bisschen anders wird, weil ich eben noch 3 Tage diese Woche unterwegs bin, um genau zu sein, ab morgen. Denn wir haben heute schon Dienstag und auch schon 16.54 Uhr. Ich habe eben gerade ein paar Blogbilder gemacht, weil ich gerade Blogarbeit mache für diese Woche, damit ihr da versorgt seid, falls ihr das lesen wollt oder diejenigen, die meinen Blog eben lesen. Und auch unter anderem ein paar Rezensionen, die einfach jetzt fertig geschrieben werden müssen, damit ich sie abgeben kann. Genau, dafür habe ich eben ein paar Bilder gemacht, damit ich das dann heute so alles soweit fertig machen kann. Spätestens dann morgen ganz, ganz früh, weil ich nämlich nicht weiß, wie ich im Hotel Internet haben werde. Ich habe zwar ein bisschen Zeit, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie ich Internet haben werde. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ich werde mir aber noch ein bisschen was raussuchen, falls ich Internet habe, dass ich dann da was machen kann. Genau, das habe ich heute gemacht. YouTube habe ich auch schon fertig gemacht, damit ihr am Donnerstag ein Video dafür habt. Und filmen werde ich die ganze Woche über auch. Ich werde die Kamera sowieso mitnehmen. Da habe ich meine Freundin darum gebeten, weil ich noch was fotografieren soll für sie, weil da die Fotografin dann nicht mehr da ist. Deswegen kommt die sowieso mit und dann nehme ich einfach das Mikro noch mit. Und irgendwo werde ich schon ein Plätzchen finden. Ich kann ja auch mein kleines Stativ mitnehmen. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Und dann kann ich euch zumindest ein kleines bisschen was zeigen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viel. Aber ich bin euch noch Updates schuldig. Denn ich habe letzte Woche Writers in New York von J.S. Lima fertig gelesen. Und habe euch dann gesagt, dass ich The Ivy Years, Wenn ihr Vertrauen von Serena Bone als nächstes lesen möchte. Das habe ich auch gemacht. Ich habe es auch schon beendet. Und zwar habe ich es am Samstagabend angefangen und am Sonntagnachmittag fertig gelesen. Ich habe am Sonntag ganz spontan den ganzen Tag gelesen, weil ich nicht zum Pferd musste und eigentlich auch sonst nicht so viel zu tun hatte. Und dann habe ich eben die Zeit genommen und habe das Buch komplett fertig gelesen. Es hat mir nämlich auch sehr, sehr gut gefallen. Hier ging es um Bella, die Trainerin einer Eishockeymannschaft ist. Oder Coach einer Eishockeymannschaft ist und dort auch öfter mal mit den Eishockeyspielern ins Bett steigt. Und dann trifft sie eben eines Abends Raffi, der sich von seiner Freundin getrennt hat. Ja, dann verbringen sie halt eben ihre erste gemeinsame Nacht miteinander und kurz darauf geschieht Bella etwas und Raffi versucht ihr da halt eben wieder rauszuhelfen. Das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte dazu, ohne zu viel zu verraten. Ich verlinke die Bücher aber wie alle auch in der Infobox, wie immer. Das wollte ich eigentlich so rum sagen, aber egal. Das ist übrigens der 4. Teil der Reihe und man kann die alle unabhängig voneinander lesen. Die Paare kommen zwar drin vor, aber ich finde, weil man weiß grundsätzlich sowieso schon, wie das Ganze ausgehen wird. Nur die Geschichte, wie es bis zu dem Punkt kommt, weiß man eben nicht. Und das steht halt immer in diesen Büchern drin. Und deswegen hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Schon besser als erste Band, kann ich hier auch sagen. Und so viel mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich mehr in der Rezension dazu sage und auch dann im Lesemonat. Aber ja, das Buch habe ich angefangen und beendet. Und weil ich das dann beendet habe, habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht, falls ihr da mal mitmachen möchtet und entscheiden möchtet, was ich als nächstes lesen soll. Folgt mir da am besten. Ich heiße da genauso wie hier, auch in Love with P. Und da habe ich dann wieder die Frage gestellt, ob ich Flammenflug von Melissa Caruso oder Todesstrom von Debra McTiernan lesen soll. Ihr habt euch für Todesstrom entschieden oder beziehungsweise die auf Instagram würde sich für Todesstrom entschieden. Da habe ich dann auch am Sonntagabend angefangen. Jetzt die letzten 2 Tage habe ich nicht ganz so viel gelesen. Bin jetzt auf Seite 96. Das Buch wird mich auch mit nach Bremen begleiten. Wie viel ich und ob ich dann da lesen werde, wird sich dann zeigen. Aber da ich mit dem Auto fahre, ist das Gewicht sowieso erstmal zweitrangig. Und Platz dafür werde ich auch auf jeden Fall haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher das insgesamt hat. 460 ungefähr. Und hier geht es um Comic Riley, der vor 20 Jahren einen Fall hatte und die Leiche von Hilaria Blake gefunden hat in ihrem zerfallenen Zuhause. Und dort waren ihre verwahrlosten Kinder Jack und Maud. Und 20 Jahre später wurde der Jack in einem Gewässer gefunden, tot. Und die Polizei hält das Ganze für Selbstmord. Bis dann Jacks verschollene Schwester Maud auftaucht und sie vermutet dahinter eine Intrige und ist entschlossen, dies zu beweisen. Und Cormac Riley erhält dann eben diese Aufgabe
und die versehentliche Dosis, Überdosis vor 20 Jahren zu untersuchen. Und der Druck ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, Maude, des Mordes anzuklagen, wächst, bis sein Kollege Danny ein Beweismittel aufdeckt, das alles verändert. Und auf Lovely Books wird dieses Buch sehr positiv bewertet, muss ich sagen. Ich habe einen Kriminalroman bisher noch nicht gelesen. Ich habe Thriller gelesen, die mir tatsächlich aber alle nicht gefallen haben, weil sie mir zu langweilig waren. Jetzt hier auf den ersten knapp 100 Seiten ist auch noch nicht so extrem viel passiert. Wir haben, ja, es kam halt eben vor, dass Comic Riley 1983, warte, ich meine, nee, 1993, genau, 1993, die Leiche von Hillary Blake gefunden hat und dementsprechend auch Jack und Maud, ja, wie auch immer, die Kinder halt von der. Und ja, und dann auch 20 Jahre später dann Jacks Tod. Und ja, jetzt geht es alles so ein bisschen voran. Ist jetzt noch nicht so viel passiert. Ich habe die ersten drei Kapitel, glaube ich, gelesen. Oder die ersten fünf Kapitel tatsächlich schon gelesen. Aber es ist jetzt noch nicht so viel passiert in diese Richtung, muss ich sagen. Die Schwester ist auf jeden Fall auch wieder aufgetaucht aktuell und ist auf die Lebensgefährtin von Jack getroffen. Ja, das passiert oder ist gerade so in den ersten fünf Kapiteln ganz, 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 ganz grob passiert. Was mich tatsächlich sehr verwirrt hat, die Geschichte wird aus Cormac Rileys Sicht erzählt und aus Aichlings Sicht. Das ist die Lebensgefährtin von Jack. Und ich war anfangs irgendwie total verwirrt, weil ich nicht mehr, also ich dachte, Cormac wäre der Nachname und Jack der Vorname, also Jack Cormac und dann eben Aischling die Frau. Und dann ist mir irgendwann, ist mir dann aufgefallen, habe ich dann nochmal nachgeguckt, ist mir dann aufgefallen, dass ja Jack und Aischling ein Kapitel erzählen und Cormac alleine halt eben mit Emma ist, glaube ich, seine, heißt seine Lebensgefährtin oder Frau. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich finde es besser. Man muss auch immer gucken, aus welcher Sicht das erzählt wird, weil es eben auch nicht beschrieben wird oder dazu geschrieben wird. Was ich nicht ganz so gut finde, weil man dann immer erst lesen muss, um zu gucken, an welchem Punkt man in der Geschichte wieder einsteigt, beziehungsweise wo man sich aktuell befindet. Und ich finde, wenn es da drüber steht, weiß man viel eher, wo man sich dann eben wieder befindet. Man muss da nicht so lange drüber nachdenken. Ich hoffe, ihr könntet irgendwie verstehen, was ich meine. Ja, bisher ist es ganz okay, weil eben gesagt noch nicht so viel passiert ist. Aber ich erhoffe mir einen spannenden und ja, interessanten Kriminalroman. Mein Freund liest öfter solche Bücher, also aus dem Genre, und dem gefallen die eigentlich immer ganz gut. Der wird dann auch als nächstes das Buch von mir bekommen, weil ich es verkaufen sowieso nicht kann. Und ja, weil er sowieso ganz gerne liest, wird er das von mir einfach geschenkt bekommen. Da wird er sich auf jeden Fall drüber freuen. Das weiß er aber auch schon. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob er es lesen möchte. Und er meinte, ja, sehr gerne. Und übrigens finde ich auch das Cover richtig, richtig schön. Also das ist, glaube ich, auch das Cover aus der Originalausgabe. Nur dass das hier in Deutsch ein bisschen farbiger ist. Zumindest habe ich es so, im, also sah es zumindest so aus. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Kriminalromane lest oder nicht. Aber ich versuche mich gerne mal bei neuen Genres. Bei Thrillern bin ich, wie gesagt, noch auf der Suche nach den richtigen. Ich weiß ja, dass Chris Carter auf jeden Fall gut sein soll, falls ihr da noch Empfehlungen für mich habt für Thriller. Thriller, ich mag diesen, das Wort nicht. Schreibt mir die sehr gerne in die Kommentare, dann kann ich mich da gerne mal umschauen, weil ich, wie gesagt, noch nicht das Richtige für mich gefunden habe. Für mich muss es halt spannend und blutig und irgendwie so sein. Ich würde sagen, das war erstmal das Update für jetzt. Ich werde jetzt, wie gesagt, meine Beiträge noch soweit fertig machen. Ich muss noch zwei Rezensionen schreiben. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall die Blogarbeit für heute erledigt. Das werde ich noch machen, bevor mein Liebster zu mir kommt. Weil dienstags läuft sie immer DHDL, also die Höhle der Löwen auf Vox. Und das gucken wir immer zusammen. Ich finde es immer super spannend, was da für so Produkte sind. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch DHDL schaut. Ich gucke ja eigentlich gar nicht so viel Fernsehen, aber es gibt so Dinge, die gucke ich eigentlich immer. Das sind meistens halt auch Serien oder falls ich mal zufällig samstags oder sonntags oder meistens samstags im Fernsehprogramm sehe, dass da ein spannender Film läuft, den ich jetzt nicht als DVD habe oder auf Netflix gucken kann, dann gucke ich mir das auch mal an.
Aber das auch eher selten, muss ich sagen. Meistens sind es halt wirklich Serien, die ich von Anfang an verfolge, weil sie mich gepackt haben. Und dann gucke ich sie da halt auch immer wieder. Und ja, morgen weiß ich noch nicht ganz genau, wie der Tag ablaufen wird, weil morgen ist ja der Pferdetag und das werde ich nicht auslassen, obwohl ich nach Bremen fahre. Ich habe Mittwoch auch komplett Zeit zum Hinfahren, deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass ich da noch zum Pferd gehe. Aber ich stehe ganz normal um 7 auf, mache dann eventuell noch was im Block, falls da was gemacht werden sollte. Pack schon mal soweit meine Sachen so zusammen. Gehe dann irgendwann so gegen 9 zum Pferd. Dann bin ich zwischen 10 und 10:30 Uhr vermutlich wieder zurück, weil ich nämlich so gegen 11 ungefähr hier losfahren würde. Und ich fahre, glaube ich, zwischen 4 und 5 Stunden. Kommt natürlich auch darauf an, wie der Verkehr ist und wie viele Pausen ich dazwischen mache, weil ich die Strecke komplett alleine fahre. Und ja, so sieht der Tag morgen aus, aber dann nehme ich euch auch einfach ein kleines bisschen mit. Und wenn ich eben Pause mache während der Autofahrt, kann ich euch ja auch ein kleines bisschen was erzählen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich sehr wahrscheinlich morgen wieder, weil ich heute nicht zum Lesen kommen werde, weil ich, wie gesagt, die HDL gucke und wenn mein Freund da ist, gucke ich in den lese ich in den Werbepausen halt eben nicht, wie wenn ich alleine zu Hause bin. Hallöchen, ihr Lieben, es ist Zeit für ein Update und somit auch dem letzten Update. Wir haben heute nämlich schon Donnerstag, wollte ich nicht sagen. Doch, ich wollte Donnerstag sagen, aber wir haben heute schon Sonntag und auch schon 16:21 Uhr. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Video dann direkt schon schneide und exportiere, damit ich es dann auch hochladen kann. Dann muss ich das nicht morgen früh nicht mehr machen und habe das dann auch schon mal erledigt soweit und kann mich dann um andere Dinge kümmern. Ja, ich komme aber zum Leseupdate und zwar Todesstrom von der Flammeck. Tiernen, wenn man den Namen so ausspricht, ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin hier auf Seite 146 von knapp 500, 450, 460 ungefähr. 460 ungefähr. Ich habe die letzten Tage nicht weiter gelesen. Ich glaube, gestern habe ich noch ein Kapitel gelesen und mehr dann aber auch nicht. Ich war ja von Mittwoch bis Freitag in Bremen, hatte das Buch auch mit dabei. Mittwoch war ich aber die komplette den Kontakt über eigentlich irgendwie beschäftigt und bin dann auch erst abends um 7 ungefähr in Bremen angekommen. Bin dann in mein Hotelzimmer und um 8 habe ich mich auch schon wieder mit meinen Freunden getroffen zum Essen. Und wir waren dann auch erst irgendwann, ja, so um 8:30 Uhr essen und ich glaube um 9:30 Uhr ungefähr wieder zurück im Hotelzimmer. Dann war ich duschen. Und dann hatte ich nicht mehr besonders viel Lust zu lesen und habe dann eben noch meine Serie fertig geschaut. Da hatte ich nämlich nur noch eine Folge und die habe ich dann eben an dem Abend fertig geguckt. Dann bin ich eigentlich auch schon schlafen gegangen. An dem Donnerstag habe ich auch nicht viel gemacht. Da hatte ich auch nicht so viel Lust zum Lesen, weil ich auch die Nacht über nicht so gut geschlafen habe. Keine Ahnung, woran das lag. Am Bett lag es jedenfalls nicht. Das war schon sehr bequem. Aber ich musste an dem Tag auch wieder das Hotelzimmer verlassen und ins nächste Hotelzimmer fahren, weil da gab es ein paar Probleme. Und als ich dann in einem anderen Hotelzimmer war, hatte ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel Zeit, weil ich mich für die Hochzeit fertig machen musste, die um 16 Uhr dann war. Und wir haben uns um 3 getroffen. Also ich habe mich mit den Eltern von meiner Freundin getroffen, also von der Braut getroffen. Und dann sind wir eigentlich auch schon zur Kirche gefahren und da war ich dann halt eben bis Freitag. Um 13:30 Uhr haben wir, glaube ich, das Restaurant verlassen und sind dann auch zurück zum Hotel gefahren. Und danach habe ich dann auch nicht mehr gelesen, weil ich echt müde war. Und wir haben uns auch für den nächsten Morgen um 9 zum Frühstücken verabredet. Also, wie so die letzten, die im Hotel im Fahrstuhl waren, wir haben uns dann noch kurz verabredet, dass wir um 9 zum Frühstück treffen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich musste dann auch schon um 11 das Hotelzimmer verlassen, also hatte ich da auch nicht so viel Zeit. Ich wollte mir eigentlich was in Bremen noch angucken, aber ehrlich gesagt war mir das alleine irgendwie dann doch zu langweilig und ich hatte auch nicht mehr so besonders viel Lust. Ich mache das dann, glaube ich, irgendwann nochmal mit meinem Freund. Wir fahren dann bestimmt irgendwann nochmal, wenn wir Lust dazu haben, ein Wochenende dahin und ja, gucken uns das dann alles da gemeinsam an. Und dann bin ich nämlich auch schon um kurz nach 11 bei der Tankstelle losgefahren Richtung nach Hause. Hatte dann einige Baustellen und auch Stau und sehr viel Verkehr auf dem Weg. Ich habe ja auch nur zweimal Pause gemacht, so zwischen 10 und 15 Minuten dann. Ja, und zu Hause war ich dann um, ich glaube um 5:30 Uhr, 5:45 Uhr, irgendwie so in die Richtung. Ja, da habe ich dann erstmal was gegessen, habe dann meinen Koffer ausgeräumt, weil ich gehöre zu den Menschen, ich kann es nicht leiden,
wenn ich nach Hause komme vom Urlaub oder generell auch, wenn ich unterwegs war, meine Handtasche mit hatte und ich muss die Sachen immer sofort wegräumen, damit ich Platz habe und es aufgeräumt ist. Ich kann das nicht leiden. Deswegen habe ich das dann alles weggeräumt und habe dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel gemacht. Habe dann gegessen, habe, glaube ich, dann noch ein Kapitel hier in dem Buch gelesen und abends um 20:15 Uhr gab es dann Elementary. Da habe ich in den Werbepausen immer mal ein bisschen gelesen. Also habe ich an dem Abend, glaube ich, zwei Kapitel ungefähr gelesen. Und ja, gestern hatte ich dann auch, ja, genau, dann habe ich sie, wie gesagt, ein Kapitel gelesen, glaube ich zumindest. Oder vielleicht war es auch zwei, aber auf jeden Fall nicht sehr viel. Und war dann eben bei meinem Freund. Und jetzt haben wir Sonntag. Und ja, jetzt bin ich auf Seite 146, wie ich eben schon gesagt habe. Es ist noch nicht so viel arg viel passiert, was ich sehr schade finde. Dementsprechend ist es gerade eher doch langweilig, muss ich sagen. Aber ich glaube, jetzt fängt es so langsam an, weil unser Protagonist Cormac Riley hat jetzt endlich den Fall zu der Leiche von Hilaria Black von vor 20 Jahren wieder zugeteilt bekommen, 20 Jahre später eben, weil ja der Sohn von Hilaria Black ganz plötzlich verstorben ist durch Selbstmord oder was auch immer, das weiß man nicht ganz genau. Und ja, ich glaube, jetzt geht es so langsam los mit der Geschichte, was ich sehr, sehr schade finde, weil es jetzt doch schon sehr viel Zeit verstrichen ist. Ja, ich bin trotzdem sehr gespannt und vielleicht gefällt mir ja dieser Kriminalroman, mein Freund. Ja, wird den auf jeden Fall dann nach mir bekommen. Und ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche berichten. Da möchte ich auch gerne dieses Buch fertig lesen, wie es mir dann letztendlich gefallen hat. Und dann kommt ja auch schon bald der Lesemonat aus dem September. Und da werdet ihr auf jeden Fall auch mal ein kleines bisschen mehr erfahren. Ja, viel mehr kann ich zu dem Buch auch gar nicht sagen. Ich finde das Cover immer noch wunderschön, muss ich sagen. Aber ich werde mich jetzt auch gleich dran setzen und so ein halbes Stündchen, Stündchen mal gucken. Auf jeden Fall lesen. Und dann komme ich da wahrscheinlich auch sehr gut voran, muss ich sagen. Ja, so viel zum Leseupdate. Als ich in Bremen war, kam man mir noch ein Buch an, was ich bei Tauschticket getauscht habe, erworben habe. Das kann ich euch auch gleich noch gerade noch mal zeigen. So, ich musste die Kameraposition ein kleines bisschen ändern. Wir sind nämlich die Füße eingeschlafen. Auf jeden Fall kam noch Götterherz von Bea Pfeiffer an. Auch mit dem Sternsand Verlag. Das ist jetzt mein zweites Buch aus dem Sternsand Verlag. Hier geht es auch wieder um die griechische Mythologie und zwar um Persephone und Hades, meine ich. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich kann jetzt im Klappentext auch nicht so viel entnehmen. Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht so genau wissen. Ich mag die griechische Mythologie ja sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich mir dieses Buch zugelegt und es hat auch nur knapp 350 Seiten oder sowas. 355 Seiten. Deswegen sollte das auf jeden Fall auch sehr schnell weggelesen sein. Ich weiß es nicht, ob es davon irgendwann nochmal einen zweiten Teil geben wird, weil hier vorne steht drinne Götterherz Band 1. Deswegen hoffe ich, dass es dann noch einen zweiten Teil geben wird. Aber ich bin mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, seit wann es dieses Buch gibt. Seit 2018. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja noch was. Muss ich mich mal informieren. Oder vielleicht weiß ja einer was von euch darüber. Ja, das wollte ich euch nur ganz zeigen. Ist auch wieder in einem guten Zustand hier oben. Das ist ein bisschen angestoßen. Das kann jetzt vom Versand kommen, aber es stört mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so extrem. Das kann immer mal passieren. Ist aber auf jeden Fall ungelesen. Genau, das kam noch an, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und sonst habe ich euch jetzt, glaube ich, wirklich nichts mehr zu berichten. Ich werde jetzt, wie gesagt, mich mal ein bisschen um Todesstrom kümmern und da mal ein bisschen weiterlesen, damit ich dieses Buch nächste Woche beenden kann. Und dann möchte ich gerne mich um Flammenflug kümmern und dieses Buch endlich mal lesen, weil das schon jetzt mehrmals auf meiner Leseliste stand, auch ein Rezensionsexemplar ist und ich gerne wissen möchte, worum es geht, auch wenn ich dann wieder eine Reihe anfange, aber vielleicht. Nein, ich habe mir ja vorgenommen, im Oktober einige Reihen zu beenden. Genau, so sieht der Plan aus und mehr habe ich gar nicht zu berichten jetzt. Deswegen beende ich das Video an der Stelle oder ich melde mich nochmal, wenn ich in Todesstrom weitergelesen habe. Das kann ich gerne machen. Ich melde mich dann nochmal, wenn ich in Todesstrom weitergelesen habe und sage euch, wie weit ich gekommen bin und ob da ein bisschen was passiert ist. So, ihr Lieben, wie versprochen melde ich mich jetzt nochmal. Wir haben jetzt 18:03 Uhr. Ich habe mich die ganze Zeit gelesen. Ich habe eben noch die Wäsche abgehängt und mir noch was zum Essen gemacht. Aber ich habe auch gelesen und zwar bin ich jetzt auf Seite 191. Ja, knapp 40 Seiten habe ich ungefähr gelesen, glaube ich. 149 war ich doch, ne? Ja, knapp 40 Seiten habe ich gelesen. Es ist jetzt noch nicht so viel, auch immer noch nicht so viel passiert.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich großartig sagen soll. Es ist immer noch nicht viel passiert. Cormac Riley ermittelt gerade weiter und befragt unter anderem die Freundin von Jack und auch jemand anderen, der in der Akte von dem zu Hilaria Blake schon drin stand. Und sonst erfahren wir so ein bisschen was über Aischling. Das ist ja die Freundin von, oder war die Freundin von Jack, und ja, erfahren über sie und mit welchen Problemen sie aktuell zu kämpfen hat. Denn da kam am Anfang des Buches schon etwas raus, was sie jetzt begleitet. Und ja, aber so wirklich spannend ist es tatsächlich jetzt nicht, meiner Meinung nach. Es ist jetzt kein Buch, wo es sich nicht aus der Hand legen kann und irgendwas anderes machen kann. Ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal einen Kriminalroman lesen werde. Vielleicht ist es doch einfach nicht mein Genre. Ich werde das gesagt, wie gesagt, meinem Freund geben und mein Freund liest sehr viele Kriminalromane. Und wenn er das Buch dann mal gelesen hat, das kann sich auf jeden Fall auch noch ein bisschen in Länge ziehen, bis er es dann gelesen hat, werde ich ihn mal fragen, wie es ihm gefallen hat. Und falls es in der naher Zukunft passieren sollte, dass er dieses Buch liest, dann werde ich euch da auf jeden Fall auch mitteilen, wie es ihm gefallen hat. Weil er da halt viel mehr Vergleichsmaterial hat als ich. Mir sind tatsächlich auch so Thriller meistens einfach zu langweilig. Mir fehlt da einfach die Spannung. Ich kann es nicht komplett packen. Genau das Problem hatte ich ja auch bei Shining und Dr. Sleep von Stephen King zum Beispiel. Hatte ich auch bei Hinten drin ist drin, Der Wille zum Bösen von Dan Schoen hatte ich. Finale von Steen Langstrup war einfach super langweilig. Ja, mir sind die tatsächlich einfach zu langweilig. Mir passiert da zu wenig. Ja, ich muss da nochmal weiterlesen. Vielleicht kommt es ja irgendwann zu einem Punkt, wo es mich einfach packt, wo ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. Aber jetzt habe ich fast die Hälfte gelesen und es kann mich noch nicht mit sich reißen. Ich werde da auf jeden Fall heute auch noch weiterlesen. Ich würde gerne noch so 50 Seiten vielleicht lesen. So bis Seite 240 oder sowas. Dann habe ich nämlich ja, eigentlich die Hälfte fast gelesen. Bisschen mehr als die Hälfte habe ich dann gelesen. Ja, das habe ich auf jeden Fall noch geplant. Wie weit ich da gekommen bin, werdet ihr dann im nächsten Weekly Reading sehen, weil ich werde jetzt dieses Video hier erstmal schneiden, bevor ich hier dann weiterlese. Dann habe ich das nämlich schon mal für morgen früh erledigt, beziehungsweise ich muss das dann morgen früh nicht mehr machen, sondern werde jetzt einfach das Video schneiden, exportieren und dann heute, wobei ich glaube ich das eher morgen früh dann einfach hochlade, dann habe ich da das Stress nicht so. Und ja, deswegen war es das jetzt erstmal für dieses Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir Kritik, Feedback und alles, was ihr wollt, in den Kommentaren da. Auch gerne Videowünsche. Lasst mir auch gerne Thriller und Kriminalromane in den Kommentaren da. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie ihr dieses Buch gefallen hat. Weil ich glaube, in diesem Video ging es hauptsächlich um Todesstrom, weil ich ja sonst nicht viel gelesen habe diese Woche. Ich habe euch noch von Rogers in New York, glaube ich, erzählt und von The Ivy is im vierten Band, Wenn wir vertrauen, auf jeden Fall. Sonst ging es ja nur. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Büchern, die ich euch gezeigt habe, in diesem Video in die Kommentare. Machen wir es einfach so rum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!